Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnomen, Hobbits und Engländer zu einem neuen Part. Pokémon Schwert mit dem Zwergenfürst. Hirschneitz. Mein Charakter ist schon eiskalt. Der friert sich hier schon den Arsch ab. In der Schneeregion. Ist ja keine Region, ist nur ein kurzer Pfad. Ja, wie ihr seht's schon da hinten. Da sehen wir schon das Stadion der nächsten Stadt. Ja, ist nicht viel los hier auf dieser Route. Ein paar Pokémon. Ein Sneebel. Na, wundervoll. Okay, ist mein Team jetzt... ich glaube, mein Team ist ziemlich angeschlagen. Das bräuchte mal dringend ein bisschen Heilung. Mordspot ist noch am Leben. Der kann noch ein bisschen kämpfen. Der braucht mal einen Spitznamen. Gut. Hoffentlich hält er durch. Hält sie durch, Multipot. Das Nibel, das fange ich mir noch. Ich werde es bestimmt nicht mit ins Team nehmen, aber fangen werde ich es auf jeden Fall. Das ist schon mal klar. So, so wird das nichts. Da müssen wir mal einen Tiefschlag rangehen. Vielleicht klappt das irgendwie. Nee, auch nicht wirklich. Das Nibel hält schon ordentlich was durch. Ja, ich aber auch. Wir wurden nicht wirklich angegriffen. So, Tea Time können wir mal ausprobieren. Das wollte ich mal zeigen. Das können wir mal experimentell ausprobieren. Nichts geschieht. Aha. Ach ja, ich setze es nochmal ein. Ach, verdammt. Tea Time. Alle Pokémon auf dem... Ja, nichts geschieht. Das ist halt wirklich nur bei... Dynawaits. Effektiv, wenn wir das einsetzen, nur mal zusammen mit den Comps spielen. Oder mit den... erzeugten Mitspielern zusammenspielen. Da macht das irgendwie Sinn. Aber jetzt hier... Na gut, vielleicht kommen wir nochmal in die Naturzone. Vielleicht kommen wir da nochmal dazu, das irgendwie einsetzen zu können. Schauen wir mal. So, Tiefschlag. Na komm, fehlgeschlagen. Was? Downwetzer. Das bringt ja auch nicht viel. Na komm. Angriff von Sneebel steigt. Sie greift aber nicht wirklich an. Hat noch nicht wirklich reingehauen. Kratzfurie ist daneben gegangen. Megasauger. Ja, können wir gleich mal einen Pokéball werfen, falls wir noch einen haben. Sind, glaube ich, auch nach Sanktionäge gegangen. So. Ja, Motorsport hält ordentlich durch. Sagte er. Und wird langsam kritisch. Okay, irgendwas hat die Verteidigung gestärkt. Megasauger. Megapower, wie komme ich da jetzt drauf? Mordspot von Hagelkörnern getroffen. Ja, das ist in so einem Gebiet halt das Tragische. Levelball, Luxusball. Ja, Luxusball, warum nicht? Versuchen wir es damit. Na komm. Bleib drin. Eins. Zwei. Ach, verdammt. Sneebel will wohl keinen Luxus. Will sich keinen Luxus gönnen. Tja. Superball, Schwerball, Köderball, Netzball. Tja. Noch ein Luxusball. Vielleicht beim zweiten Versuch. Na komm. War wohl nix. Klauenwetzer. Gut, ich würde es gern fangen. Also wenn es mir meine Pokébälle erlauben. Und wenn ich dann noch lebe. Gut. Levelball ist auch nicht sehr gut. Finsterball, ja, das wäre mein letzter. Nicht so. Hellball vielleicht. Na komm. Bevor ich hier besiegt werde. Ach, verdammt. Kratzfurie. Verdammt. Halt durch. Nein. Huha. Wir müssen fliehen. Ganz, ganz schnell Flucht. Auwei. Ja. Nervös den Kopfkratz. Doppelleber. Nee, vergiss es. Beleber. Das ist jetzt mal hier dringend nötig, obwohl wir kurz vor der nächsten Stadt sind.
Aber hier mal so ein bisschen was, womit ich mich noch verteidigen kann, ist auf jeden Fall sinnvoll. Ja, ich habe hier 3 Hypertränke noch drin. Die Supertränke bringen es wirklich nicht mehr. Sind schon zu schwach für mein Team. So, was haben wir denn hier noch für Pokémon? Dilatropo. Okay. Da kommt gleich noch ein Trainer, den wir wahrscheinlich besiegen müssen. Dann lasse ich es wahrscheinlich mal bleiben. Flucht gescheitert. Was? Säurepanzer. Ja, das müssen wir jetzt nicht unbedingt fangen. Das Dilatropo. So wird es wahrscheinlich am ehesten ausgesprochen. Entkommen. Sehr gut. So, was haben wir hier noch für Pokémon? Na, das ist doch, das kenne ich doch, Schnäppke. Ein Schnäppke-Pokémon. Das zittert so schön im, na, so schön. Es zittert in frostigen Temperaturen. Ich traue mich mal, es anzugreifen. Ja, gut. Das war jetzt nicht sehr effektiv. Die Attacke. Das war schon effektiver. Ja, müssen wir jetzt nicht unbedingt besiegen. Nur wenn sich jetzt etwas als sonderbar schön erweist. Ja, zum Beispiel hier die Kopfnuss. Kopfnuss ist sehr effektiv. Na komm, für die Erfahrungspunkte. Zumindest für die 2 Überlebenden. 3. Mortipot lebt noch. Gerade so noch mit MKP. Eissturm. Okay, also Durchbruch. Na komm. Attacke. Kopfnuss. Mach's alle. Ich sagte, mach's alle. Nicht lass es noch mit ein paar KP am Leben. Kopfnuss. Nicht Kopfnuss. Die Felsattacke habe ich eingesetzt. Ja, komm. Felswurf. Felsgrab. Verzeihung. So, ja, das war auch sein Grab. Schnäppke besiegt. Sehr gut. Keine neuen Levels. Sehr schade. Und wer hier noch? Was bist denn du? Sonomon oder? Wie heißt das Ding? Wie heißt das Viech? Sonomnom. Sonomnom. Aha. Wahrscheinlich 8. Generation. Was zum Henker bist du? Kann ich das mal erfahren? Das Ding sieht äußerst hässlich aus. Aha. Okay, haben wir noch einen Sonnennom. Oha. Jetzt von uns heraus. Unser Team ist sehr geschwächt, aber vielleicht können wir es wieder beleben. Ja, gut. Ich hoffe, wir halten es durch. Die ganze Route will ich nicht nochmal machen müssen. Oh Mann, so kurz vor der nächsten Stadt. Hallo Arena Challenger. Wenn du willst, stelle ich mich dir als Trainingspartner zur Verfügung. So heißt das. Polizist Matthias fordert dich raus. Arcani. Ja, mal das Eis ja ein bisschen zum Schmelzen bringen. Ja, da bin ich mit Prof ja genau richtig. Feuer gegen Wasser. So, da brauche ich natürlich erstmal ein bisschen Heilung. Supertrank. Let's go. Das ist jetzt dringend nötig. Sehr gut. Habe ich wieder aufgefrischt. Turbo-Tempo. Ja, das würde nicht viel bringen. Arcani. Auch wenn Arcani ein erachtenswertes Pokémon ist. Wirklich nicht schlecht. Aber gegen meinen. Ja, sehr effektiv Aquaknarre. Gegen meine Wasserattacken. Du willst das keine Chance haben. Okay, ja gut, keine Chance. Sieht ein bisschen anders aus. Aber gut. Mortipot eingewechselt. Ja, so siehst du aus. Ist klar. Mortipot besiegt. Ja, Prof wieder einwechseln. Warum nicht? Er kann noch weiter kämpfen.
Das ist die Weiterentwicklung von Haslorn, und wer es schon vergessen hat. So, die Gesteinsattacke ist effektiv. Können wir einsetzen. Nakom, Felsgrab. Beerdige es. Jo, ordentlich. Akani besiegt. Hüst, hüst. Level up für Prof. Die scheiß Hagelkörner. Belektro. Ja gut, Elektro gegen Wasser ist jetzt nicht ganz, ja. Ist jetzt ein bisschen schlimmer, aber... Aquaknarre, na komm, versuchen wir's. Ja, ein bisschen was. Brüller. Du mit deinem Brüller. Die beiden Brüller mit ihren Brüllern. Ja gut, ist jetzt klug eingewechselt worden. Ich weiß nicht, ob man sich das mit Brüller überhaupt aussuchen kann. Aber ja. Nicht sehr effektiv. Ja, das ist wirklich gut eingesetzt. Versuchen wir es trotzdem. Auch wenn es nicht sehr effektiv ist. Also für nicht sehr effektiv hat das schon ordentlich Schaden gemacht. Also, ja. Es gibt ja nur noch zwei Pokémon, zwischen denen du tauschen kannst. Okay. Na komm. Den kriegen wir noch hin. Den kriegen wir fertig. Kopfnuss. Schicken wir ihn mit einer Kopfnuss ins Grab. Na komm. Mach's alle. Paralysiert gibt's doch nicht. Kopfnuss, na komm. Bats. Sehr gut. Da haben wir's erledigt. Trainer besiegt. Matthias besiegt. Meine Pokémon haben sich so angestrengt, aber bei dir hatten sie keine Chance. Viel Erfolg noch. Du kannst 8880 Pokémon oder siegreich aus dem Kampf gegen den Polizisten hervor. Ja gut. Das hier ist nochmal so ein Arschgesicht. Ja, Verzeihung, aber das ist ein Arschgesicht. Ja. Es ist eins. Gut, ab in die nächste Stadt würde ich sagen. Chichester. Hier ist auch ein bisschen kälter. Hier schneit's auch schon. Hier liegt überall Schnee auf den Bäumen. Ja. Ein kleines weihnachtliches Dörfchen. Was bist du denn? Pion. Ach, Flampion. In Eis-Edition. Auch Schneemänner. Wie cool. Schneemann und Schneekinder. Na, das finde ich doch super. Hier mal ein bisschen Schnee sehen, wo man es schon echt nicht sehen kann. Wenn es mir nicht gestattet ist, in echt, in live Schnee zu sehen, kann ich hier ein Pokémon nachholen. So, mein Team mal heilen. Ja, dringend nötig, notwendig. So. Gründlich. Hier mal ein paar Items kaufen. Trinke, aber auch Pokébälle. So ein bisschen was für die nächste Arena-Herausforderung brauchen wir. Hypertränke. Ja. Machen wir 10 draus insgesamt. So, 10 Hypertränke. Kann ja gleich mal mit Nugget verkaufen, was noch im Beutel habe. Kommt auch noch wieder ein bisschen was rein. Ja, 10 Hyperbälle. Schaden kann's nicht. So etwas verkaufen. Da haben wir doch hier. Wo ist es, in welchem Beutel? In dem, glaube ich. Haben wir irgendwo Nuggets. Kingstein, das können wir bestimmt auch verkaufen. 2500, ja. Leuchtmoos. Wo habe ich es denn? Sag mal. Nuggets hier. Für 5000. Na super. 82.000 haben wir jetzt wieder. Wow, das wird immer mehr. Witch.
So, huha, ich bin reich. Da kann ich mir wieder Klamottenladen was leisten. So muss das. Beleber, brauchen wir die Beleber noch? Da können wir hier mal ein bisschen was wieder in Beleber investieren. Sieht es bei uns aus mit Belebern? Ja. Ja, mach mal 13 draus. So, hier kann ich noch meinen gleichen Namen benennen. Die Frau am Empfang hält sogar alle Pokémon in die Boxen. Ich hoffe, sie übernimmt sich nicht. Ach so, das tut's auch nur mit. Ah, interessant. So, Namen bewerten. Das wollen wir jetzt. Mortipot. Können wir das machen? Ah, sein momentaner Name lautet Mortipot. Wollen wir einen Namen verpassen? Jetzt muss ich mir was ausdenken. Mortipot. Der Name Mordi ist schon vergeben. Scheiße, verdammte. Ja, Takiro war noch frei, der Name. Der war noch zu vergeben. Wollte ich eigentlich an Lauchzlot geben. Also Lauchzlot war eigentlich der Kandidat für Takiro, aber sieht wahrscheinlich so aus, als ob wir den sowieso nicht mit ins Team nehmen. Als ob wir Lauchzlot nicht mit ins Team nehmen und der halt hier der Kandidat ist. Nein. Jetzt haben wir es auch beide im Team drin. Alle drei im Team drin. Jetzt haben wir hier Prof, haben wir Nini, nein. Haben wir Blacky, haben wir Rufus, haben wir Mordev, haben wir Takiro. Passt. Kann man so machen. Kann man durchaus so anbieten. Gong. Ein Waggon. Ha, ich habe schon die Weiterentwicklung. So. Ich habe mir sagen lassen, Pokémon fühlen sich in ihren Pokébällen und in Boxen pudel wohl. Naja, okay. Ja. Hier verkaufst du Eis in dieser eisigen Stadt. Eiscreme ist besonders lecker, wenn man sie bei kaltem Wetter isst. Naja, im Sommer ist er leckerer, wie ich finde, aber gut. Ich würde gern einen Jellertrop fangen, aber ich bin leider etwas zu alt dafür, im hohen Gras herumzuschleichen und Pokébälle zu werfen. Würdest du einen Jellertrop fangen, gegen meinen G's zu tauschen? Das würde mich sehr glücklich machen. Nee. Dann frage ich wohl einen anderen Trainer. Ich hätte eins fangen können, aber nee, danke. Muss jetzt wirklich nicht sein. So, dann stören wir mal hier wieder den Hausfrieden. Beginnen wir hier wieder Hausfriedensbruch. Und ist das hier ein Hotel? Oh, mein flauschiges Elfruhen. Kann ich nicht schlafen? Ohne Mensch, ohne das kann man nicht schlafen. Willkommen im Hotel Jona. Okay. Ein hübsches Hotel habt ihr hier. Sollen wir bald nach Score City gehen? Ich will mit dem Champ Cup an. Ich will den Champ Cup ansehen und nebenbei noch ein paar Sehenswürdigkeiten abklappern. Aha, von Score City habe ich auch schon gehört. Ich möchte irgendwo hin, wo es niedliche Eis-Pokémon gibt. Naja, die gehen mal auf Route 8. Da gab es auch schon interessante Sachen. Also. Oder ein Pokémon-Schild. Ich habe gehört, dann gibt es ein Eis-Pokémon, was es hier nicht gibt. Aber gut, braucht man nicht zu erwähnen, wenn es hier nicht gibt. Die Gebäude in Chichester werden seit Urzeiten in demselben Baustil errichtet. Diese Stadt atmet förmlich Geschichte. Aha. Wow, edel. Hier die zweite Etage, die erste Etage. Schon seit meiner Kindheit fühle ich mich in den Gängen von Hotels immer, als hätte ich mich verlaufen. Ja, da kann ich auch irgendwie recht geben. Hotels haben so irgendwie die Eigenschaft. Oh, hier ins Bad. Kann ich nicht. Schade. Hörst du die Musik im Hintergrund? Die stammt von mir. Aha. Komponist, der feine Herr. Hepp und Hepp. Das kann doch nicht so schwer sein. Siehst aus, als könntest du gut Pokébälle werfen. Die spielt Pokémon Go auf ihrem Handy. Hau mir ab. Hi, und
Ich bin der Projektleiter. Donnerwetter, du versuchst also den Pokédex zu vervollständigen? Das tut man gern. Gib nicht auf, schnapp sie dir alle. Ah, da fällt mir ein, ich habe hier etwas, was dir dabei helfen könnte. Super Funkpin. Ein mysteriöser Glücksbringer, der nur wenig wackelt und die Wahrscheinlichkeit erhöht, einen Superfunk hinzulegen. Komm wieder, wenn du dein Pokédex vervollständigt hast, ja? Wenn ich dann noch dran denke. Ja. Wahrscheinlich eher nicht. Dann kriegt man hier noch eine kleine Prämie. Letztes Zimmer hier. Mein Partner-Pokémon ist sehr reinlich. Es kommt gar nicht mehr aus der Dusche. Dabei gehört es doch dem Typ Boden an. Rotomorph. Ein Rotomorph. Aha. Haben wir jetzt alle bei ihrer Freizeit gestört. Ich habe auch nicht Hausfriedensbruch begangen. Auch im Hotel. Sehr schön. So. Da hinten haben wir wohl ein Museum oder so. Noch ein Hotel. Zwei Konkurrenten nebeneinander oder was? Du kannst dir aussuchen, welchen der beiden Häuser vom Hotel Iona du nächtigen möchtest. Aha, also ein zweiteres Gebäude, ein zweiteres Haus des Hotels. Lassen keine Konkurrenz zu. Ich warte hier auf jemanden. Mein FM hält mit seiner Ultraschallwellen Ausschau. Aha, FM. Gut, mal schnell hier abklappern, was hier noch los ist. Hotels sind toll, man muss sich weder ums Saubermachen noch um die Wäsche kümmern. Genau. Wir haben es geschafft, Tickets für die erste Reihe im Stadion zu bekommen. Manchmal kriegt man da zwar eine Attacke ab, aber das macht es ja genauso spannend. Ja, okay. Hier genauso viel los, oder was? Och je, nee, das müssen wir jetzt nicht unbedingt, oder? Ja, ich guck. Ja, ein Zimmer voller Pikachu. Tränen sind eine starke Waffe. Wenn ich jemanden weinen sehe, werde ich sofort schwach und gebe nach. Wärst du gerne in der Lage, eine solche Attacke einzusetzen? Nicht unbedingt. Trugtrainer. Okay. Trischt weinen vor, um Spezialverteidigung des Ziels stark zu senken. Naja. Also gut. Muss man es nicht haben. Ich bin Rocker und meine Mucker, tja. Sie entflammt die Herzen. Taffer Kerle und zu Tränen gerührt sie meine Perle. Doch eines ist mir echt zuwider. Und zwar trug Tränen aus meiner Lieder. Ja. Pikachu. Was hast du so zu sagen? Aha. Und du so? Und du so? Ach, du bist gar kein Pikachu. Hätte ich ja fast verwechselt. In meinem Team sind nur Pikachu. Mit ihnen hole ich mir den Titel des Champs. Träum weiter. Ja, Kindheitsträume. Und wen haben wir hier? Bei dem Geräusch, wenn jemand mit einem Stück Kreide über die Tafel kratzt, dreht sich mir der Magen um. Es klingt fast so, als würde die Kreide schreien. Hier nimmt die TM. Und dann kannst du solche Geräusche verursachen. Darf ich raten? Kreideschrei? TM16 Kreideschrei erlernt. Nicht erlernt. Zum Glück nicht. Ja, ein Kreideschrei, wenn einen sowas mitten in der Nacht aus dem Schlaf reißt, stößt man bestimmt kreidebleich einen Angstschrei aus. Vielleicht kommt ja daher auch der Name. Bestimmt nicht. Gut, heute ein bisschen Hotel-Feeling. Heute im Hotel ein bisschen weiterlaufen. Ich warte auf meine Frau. Eigentlich müsste man sagen, meine Frau lässt mich warten. Es ist allerdings nicht immer ratsam, alles beim Namen zu nennen. Was denn, was hier? Das bedeutet, dass sich der Schuldige unter uns befindet. Detective Conan.
am Start. Nanu, wer bist du denn? Ich befinde mich hier gerade mitten in meinen Schlussfolgerungen, also bestärk mich nicht. Dann störe ich euch mal. Wir werden verdächtigt, Kriminelle zu sein. Bist du auch hier, um dich verdächtigen zu lassen? Nein. Ich bin Bulle, ich verdächtige euch. Ich ermittle hier. Nee, irgendwie nicht. Ich will einfach nur, dass er mich schnell gehen lässt. Was wurde denn hier überhaupt getan? Wo ist mein Pokémon hin? Ich sollte mich wohl zunächst mal vorstellen. Heims. Aha. Gestatten, der Name ist Heims, Meisterdetektiv. Ich wurde vom Hotel angeheuert. Momentan bin ich dem Täter eines abscheulichen Verbrechens auf der Spur. Die Anschuldigungen sind ernst. Jemand hat sämtliche Beeren gegessen, die in der Lobby auslagen. Ich habe die drei Personen, die sich zum Tatzeitpunkt in der Lobby aufgehalten haben, hier zusammengerufen. Aber meine Kombinationsgabe leidet darunter, dass mich ständig jemand stört. Ich hab's. Duda, Störenfried. Ich ernenne dich hiermit zu meinem Assistenten. Nimm die Aussagen der drei Verdächtigen auf. Ich frage mich, wo mein Pokémon steckt. Was die Beeren? Ich habe sie nicht gegessen. Aber sag mal, hast du mein Pokémon gesehen? Ich glaube nicht. Also, dieser Detektiv ist mir wirklich einer. Ich habe zwar den Berg an Beeren gesehen, aber mein Arzt hat gesagt, ich soll mich mit den Beeren zurückhalten. Du hast auch das Pech, in diese absurde Geschichte mit hineingezogen zu werden. Was? In der Lobby gab es einige riesige Menge Beeren. Die hätte ich nie im Leben allein essen können. Da haben wir doch den Täter, den Übeltäter. Raffel! Ah, das ist es ja. Wo warst du denn? Täter gefasst. Raff, raff. Um seinen Mund herum klebt eine große Menge Beerensaft. Da haben wir's. Nachdem ich an Aufsagen gehört habe, kenne ich nun den Schuldigen. Der Täter sind Sie, Frau Tänzerin. Was? Wieso denn ich? Sie als Tänzerin bewegen sich viel und sind deshalb bestimmt immer hungrig. Ein klarer Beweis. Ein Irrtum ist ausgeschlossen. Denn mein Verstand ist so scharf wie die Lauchstange eines Porrentas. Hä? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sie sind ein Hochstapler. Ich bin ein Hochstapler. Ich bin ein Meisterdetektiv. Das ist doch total inkompetenter Bullshit. Klärst du die Sache auf? Ich bin schockiert. Ich bin immer weg. Ja, kein Kommentar. Kein Kommentar dazu. Diese Unrati-Dogs helfen mir beim Reinemachen aus. Aber anstelle von Trinkgeld freuen sie sich vielmehr darüber, mit Müll gefüttert zu werden. Sind ja auch Müllsäcke. Ja, haben wir das jetzt hinter uns? Haben wir hier ein bisschen in dem einen Zimmer rumgehangen? Es war jetzt ein bisschen zeitintensiv, dieses Detektivrätsel. Ja, gut, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so viel Zeit frisst, dass das jetzt hier so ein zeitintensives Ding ist. Oh, Boutique. Hier mal ein bisschen was Winterfestes einkaufen oder was? Punk-Shirt. Ja, ich sehe es halt leider nicht. Schwarzes Hemd, weißes Hemd. Ja. Hätte auch was. Die eher nicht so. Nika Karte aktualisieren. Schau doch mal rein, wie das dann jetzt aussieht. So, Liga-Karte. Liga-Karte zeige ich dann euch nochmal zum Schluss, wenn ich Champion geworden bin. Muss euch jetzt den Code jetzt noch nicht zeigen. Ja.
Bisschen zu formell, aber passt zu den Haaren. Einfach mal just for fun. So, hier haben wir die Arena auch schon. Tipps für Trainer. Ja gut. So, haben wir hier noch was auf der linken Seite zu sehen. Hoffentlich nicht mehr so viel. Da haben wir die Stadt jetzt erkundet. Sympart. Joa. Ist eine große Stadt. Mein Kloptopus war gerade im Thermalbad. Sein Körper ist jetzt mollig warm. Aha. Und hier? Eine Statue. Ein Snom. Hat einen wunderbaren Ruf. Aha, hier eine kleine Abkürzung. Ja, ins Thermalbad haben sie mich leider nicht gelassen. Letztes Haus vom Pokémon Center. Das ist mein Lieblingsthema. Willst du sie auch mit auf deinen Pokémon anwenden? Eissturm. Okay. Der hat schon bessere TMs, aber gut. Kann man machen. Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich habe früher mal die Arena Challenge abgeschlossen. Interessant. Ja, ich. Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen nicht, aber ich lasse mir wirklich Zeit. Ich schaue mir auch die Städte wirklich an. Also das. Ich will auch alle Facetten von dem Spiel dann auch wirklich gesehen haben. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir auch alles mal durchgegangen haben. Der Friseur. Wo wir gerade davon reden. Herzlich willkommen. Was können wir für dich tun? Neue Frisur für die Arena Challenge. Warum nicht? Kann ich die Kappe wieder abziehen? Ja. Nicht schlecht. Sieht klasse aus, oder? Möchtest du die Kopfbedeckung wieder aufsetzen, wenn es denn geht? Aha, es geht. Die kannst du aktualisieren. Ja, natürlich. Ich schau mal gerade nach. Ja. Ja, damit kann man sich blicken lassen. Sieht ein bisschen college-mäßig aus, aber ja. Das Hemd, ja, man kann auch mal formal tragen. So ein rotes Hemd, ja, passt auch so zu der Feuerhose. Warum nicht? Warum nicht? Ja, da waren jetzt rechts noch ein paar Häuser, die ich noch nicht abgeklappert habe. Ja, das sprengt jetzt hier ein bisschen den Rahmen. Hat jetzt schon doll genug den Rahmen gesprengt. Ich würde mal sagen, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst den Abo da, wenn ihr neu seid und den nächsten Part nicht verpassen wollt. Im nächsten Part geht es jetzt hier weiter. In das Chichester Stadion. Ja, Chichester haben wir heute erkundet. Haben wir heute das Relevanteste gezeigt. Ja. Bewertet dieses Video. Zeigt mir, wie es euch gefallen hat. Und lasst den Abo da, wenn ihr neu seid und das nächste Video nicht verpassen wollt. Man sieht sich im nächsten Part. Habt einen angenehmen, frostigen Tag bis dahin und ja, ciao, ciao.